Willkommen zurück bei Akte. Urlaub mit dem Zug, das könnte ab Juni der neue Trend werden. Denn ab dann kann man bis August quer durch Deutschland fahren mit dem neuen 9-Euro-Ticket. Allerdings nur im Nahverkehr. Doch wie weit kommt man damit an einem Tag? Unser Reporter Alf Porada probiert es aus. Vom hohen Norden bis ins tiefste Bayern. Ja, und dieses Bahnerlebnis wird er wohl so schnell nicht wieder vergessen. Von Kiel nach Garmisch-Partenkirchen, rund 1000 Kilometer nur mit der Regionalbahn. Der Fahrplan dafür hat es in sich. Das sieht ungefähr mehr nach einer Bedienungsanleitung für irgendein kompliziertes Gerät aus als nach einer Reiseverbindung. Eine Reise, die dauert und dauert und dauert. Und wer zu spät kommt, den bestraft der Fahrplan. Nee. Achtmal umsteigen, 89 Haltestellen. Ob das an einem Tag zu schaffen ist? Um 8 Uhr morgens starten wir den Extremtest per Nahverkehr. Eine Langstrecke fahren, ab Juni für nur 9 Euro möglich. Ja, guten Morgen bzw. Moin in Kiel. Unsere Reise, die startet jetzt. Noch bin ich ein bisschen müde, aber wir sollten ja genug Zeit haben, in der Bahn schlafen zu können. Das Ticket ist schnell gekauft. Den umfassenden Reiseplan gibt's gratis dazu. Das sieht ungefähr mehr nach einer Bedienungsanleitung für irgendein kompliziertes Gerät aus als nach einer Reiseverbindung. Joa. Ich würde sagen, Abfahrt. Guck mal, Tisch haben wir hier. Vor allem, was ich großartig finde, das hätte ich nämlich tatsächlich nicht gedacht. Wir haben Steckdosen. Steckdosen, die nur im ICE garantiert werden. In der Regel gibt's die auch im Intercity. Im jeweiligen Wagenfahrplan ist so etwas immer verzeichnet. Doch Strom ist schön und gut. Wichtiger ist die Pünktlichkeit. Ein einziger Zug, der heute ein bisschen Verspätung hat. Und wir kommen nicht in Garmisch an. Ein Zug. Ich bin gespannt. Die ersten 2 Minuten Verspätung lassen nicht lange auf sich warten. Doch noch ist unser Reporter entspannt, dank 20 Minuten Umsteigezeit in Hamburg. Wie der Abend heute endet, ahnt Alf hier noch nicht. Ey, gefühlt ist hier jetzt natürlich ab Hamburg wesentlich mehr los, ne? Da kannst du nur hoffen, dass der Zug gleich leer ist. Sitzplatzreservierungen im Nahverkehr sind nämlich nicht möglich. Ich glaube, dass da vorne ist Zug Nummer 2. Auf geht's von Hamburg nach Uelzen, Entfernung 86 Kilometer. Wir genießen die Reise in vollen Zügen. Hier ist noch ein 4er frei, wollen wir den nehmen? Dann machen wir uns das hier gemütlich. Aber hier ist jetzt tatsächlich genau das, was ich befürchtet habe für die anderen Strecken. Wir haben hier keine Steckdose und kein Gepäckablagefach. So, Bahnfahrt Teil 2. Und noch? Klappt alles. Die Reise mit der Regionalbahn hat es in sich. 1234,8 Kilometer wollen wir an einem Tag zurücklegen. 8-mal werden wir den Zug wechseln und insgesamt an 89 Bahnhöfen halten. Und das geht ab Juni für nur 9 Euro. Was für ein Schnäppchen. Nach mehr als 2 Stunden Reise wünscht sich unser Reporter ein Tässchen Kaffee. Nur wo ist der Automat? Ah, hier. Ja, oder auch nicht hier. Defekt, wir bitten um Entschuldigung. Diese Tür bzw. Einrichtung ist zurzeit leider nicht nutzbar. Wir sorgen umgehend für Abhilfe. Gut, das war's dann wohl mit dem Käffchen. In Uelzen bleiben zum Umsteigen 13 Minuten. Eigentlich ganz entspannt, bis Reporter Alf Porada die Lage noch einmal checkt. Angeschlagen steht da auch. Ah nee, das ist der ICE. Jetzt warte mal, jetzt kriege ich aber Beklemmung. 103, das ist 101. Wir müssen zu 103. Wir müssen darüber. Da drüben ist der Zug, Eik. Oh, oh. Wohlgemerkt, verpassen wir einen Zug, war's das mit der Ankunft am Abend in Garmisch-Partenkirchen. Das war ganz schön knapp mit dem Gleis in Uelzen, ne? Aber hätten wir da nicht noch mal geguckt, dann hätten wir jetzt alt ausgesehen. Wenn du das Ganze als Familie machst und das Ganze umsteigen hin und her mit Kinderwagen und so, ich glaube, das ist nicht machbar. Oder? Übrigens, auch Kinder ab 6 Jahren zahlen beim 9-Euro-Ticket den vollen Preis. Die Aktion ist auf 3 Monate befristet, von Juni bis August. Finanziert je zur Hälfte von Bund und Ländern. Die Tickets gibt es ab Ende Mai online und an den Fahrkartenautomaten. Eigentlich nur für den Nahverkehr gedacht.
Doch wir wollen damit in die Ferne, sind inzwischen planmäßig in Hannover angekommen. Zug Nummer 4. Da es in Regionalzügen in der Regel kein Essen gibt, hat Reporter Alf vorgesorgt. Zeit für einen schnellen Snack, bevor er im thüringischen Neudietendorf schon wieder raus muss. Umstieg Nummer 5 von 8. Ich habe das Gefühl, jetzt ist so langsam der Punkt, wo wir schon über die Hälfte geschafft haben. Aber mit dem da, der jetzt kommt, mit dem wäre ich weitaus schneller am Ziel gewesen. Aber der kostet eben halt auch keine 9 Euro, ne? Unser Vergleich zeigt, für 9 Euro mit der Regionalbahn von Kiel nach Garmisch-Partenkirchen, da kann im Aktionszeitraum Juni bis August keiner mithalten. Mit den schnellsten ICE-Verbindungen zahlt man mindestens 6-mal so viel, ist aber 6,5 Stunden schneller. Mit dem Auto schafft man es in knapp 10 Stunden, ohne Stau und Pause. Mit 100 Euro Benzinkosten muss man mindestens rechnen. Mit Flieger und Bahn geht's am schnellsten und wenn man früh genug bucht, sogar ab 99 Euro. Aussteigen, umsteigen, einsteigen. Wir sind mittlerweile in Würzburg und suchen mal wieder den richtigen Zug. Da steht nichts dran. Doch, Feuchtlingen, richtig. Und rein mit uns. Nach mehr als 11 Stunden Bahnfahrt findet unser Reporter im bereits 7. Zug Trost im Gesang. Es geht ein Zug nach nirgendwo. Mit mir allein als Passagier. Und eins muss man auch sagen, ein anderer Nachteil bei diesen Regionalzügen, und den merke ich mittlerweile echt ganz schön deutlich, ist, dass diese Sitze nicht so komfortabel sind wie in einem IC oder ICE, wo man die Lehnen auch verstellen kann. Die sind starr und hart und das spüre ich so langsam. Die Sitze sind eben auch nicht für derart langes Sitzen gemacht. Und von Kiel nach Garmisch-Partenkirchen ist der Extremtest. Bisher verlief dennoch alles glatt. Keine Ausfälle, keine nennenswerten Verspätungen. Bisher. Kann man noch raus oder? Also der Zug fährt noch nicht los? Haben wir Verspätung ein bisschen, ne? Ach, da kommt noch ein zweiter. Okay. 10 Minuten Verspätung und ein weiterer Zug muss angekoppelt werden. Werden wir doch noch irgendwo stranden? So viel sei versprochen. Der Abend hat noch eine Überraschung parat. Ja, und der Zug, der könnte jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass wir am Ende unseren Plan doch nicht schaffen. So kurz vorm Ziel verlieren wir wertvolle Minuten in Augsburg. So, für uns heißt es jetzt schnell wieder einsteigen, damit auch Maske auf, nicht vergessen. 12 Minuten Verspätung müssen jetzt aufgeholt werden. Unmöglich, oder? Unsere derzeitige Verspätung wird dann in Parsingen ca. 3 Minuten sein. Kannst du mir sagen, was du willst? Ich habe noch nie einen Zug so doll eine Zugverspätung aufholen sehen. Das Glück scheint auf unserer Seite. Dabei liegt das doch eigentlich auf dem Rücken der Pferde. Heute offenbar auf den Sitzen der Regionalbahn. Wahnsinn. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Ich bin begeistert. Wir schaffen's. Da ist er. Der ist zwar schweinevoll. Nee. Ich dachte gerade, der ist es, aber der ist es nicht. Der ist danach 22:38. Der Zug ist noch nicht mal hier. Also sorry, bei dem ganzen Stress, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, bis der Zug hier kommt. Die letzten 102 Kilometer von München-Pasing nach Garmisch-Partenkirchen verlaufen ebenfalls nach Plan. Nach 1234,8 Kilometern und 89 Haltestellen erscheint es uns wie ein Wunder. Die Bahn ist tatsächlich pünktlich. Wer hätte das gedacht? Garmisch-Partenkirchen. Wir haben es geschafft. 15 Stunden, 26 Minuten und 30 Sekunden. Die Zeit ist gestoppt. Ey, ich kann's nicht fassen. Ich meine, es ist dunkel, wir können sie noch nicht sehen, aber heute Morgen waren wir noch am Kieler Hafen und jetzt sind wir in Garmisch-Partenkirchen. Ich bin ein bisschen durch. Wer Zeit und wenig Geld hat, kann bald für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren. Entspanntes Reisen sieht anders aus, doch der Blick am nächsten Morgen versöhnt.